Well... well. Ja Freunde, und herzlich willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio. Und damit zum nächsten match talk zu unserem Spiel gegen den VfW Wolfsburg, was wir am Samstag, den 25. Februar um 15.30 Uhr im rhein absolvieren werden. Es wird eine Choreo geben, deswegen an die, die ins Stadion gehen, reist frühzeitig an. Ich werde, denke ich mal, auch eine halbe Stunde früher noch fahren als sonst. Ähm, ja, anlässlich des vergangenen 75. Geburtstag des Vereins wird bestimmt auf jeden Fall richtig, richtig cool. Freue ich mich auf jeden Fall übertrieben drauf. Und ähm, dazu habe ich natürlich äh, den Gegner analysiert, den einen oder anderen Punkt rausgesucht. Und man muss sagen, ähm, beim VfL Wolfsburg fehlt der ein oder andere wichtige Spieler, was uns dann hoffen lässt, dass wir unsere gute Heimserie vor allem im Jahr 23 weiterführen können. Und ich würde sagen, wir schauen uns die Punkte mal gemeinsam an und ich hoffe, dass ihr euch dadurch ein gutes Bild machen könnt. Der VFW Wolfsburg ist das Team, was die meisten Sprints in der Bundesliga anzog und ähm, das wird ein cooler Vergleich, weil der 1. FC Köln ist das laufstärkste Team der Bundesliga, also könnte dafür sprechen, dass wir ein sehr intensives Spiel sehen. Das Hinspiel endete 4 zu 2 für Köln in Wolfsburg, was zeitgleich der einzige Auswärtssieg unseres FCs in dieser Saison war. Der Gesamtmarktwert des Wolfsburger Kaders liegt bei 188,2 Millionen Euro, das ist Platz 7 in der Bundesliga. Und die beiden wertvollsten Spieler sind Maxien Lacroix mit 20 Millionen und Lukas Elmecha mit 18 Millionen Euro. Die letzten drei Ergebnisse in der Bundesliga für Wolfsburg waren ein 2 zu 4 zu Hause gegen Bayern, ein 0 zu 0 auf Schalke und zuletzt setzt es eine 0 zu 3 Heimniederlage gegen RB Leipzig. All about ist der VfL jetzt seit vier Spielen ohne Sieg, ein Unentschieden und drei Niederlagen gab es da. Allerdings gab es vor diesen vier sieglosen Spielen ein 6:0 Heimsieg gegen Freiburg und ein 5-0 Auswärtssieg bei Hertha BSC zum Start ins Jahr 2023. Passend zu diesen beiden Schützenfesten kann man sagen, mit 38 erzielten Toren ist der Vorwürfe Wolfsburg der fünftbeste Angriff der Bundesliga. Also offensiv haben die Wölfe schon extreme Qualitäten. Mit 35,75 Millionen Euro vor und während der Saison investierte der VfL Wolfsburg wie die letzten Jahre eigentlich immer unfassbar viel Geld in den Kader. Insgesamt steht der VfL mit 30 Punkten auf Rang 7 und ist damit noch voll im Kampf um die Conference League. Denn ich gehe davon aus, dass auch in dieser Saison Platz 7 für die Conference League reichen wird, weil ich glaube, dass zwei von den Top 6 Teams am Ende im DFB-Pokalfinale stehen werden. Deswegen, Freunde, eine Mannschaft schon mit viel Qualität. Natürlich steckt auch sehr viel Geld drin, unter anderem. Auch durchs VW-Werk. Deswegen wird Wolfsburg ja auch oft kritisch gesehen. Aber darauf will ich nicht zu sehr eingehen. Ich denke, da kann sich jeder sein eigenes Bild drüber machen. Und worüber ich aber noch was sprechen möchte, sind folgende Punkte. Und zwar verantwortlich als Trainer beim VfL Wolfsburg seit dem letzten Sommer ist Nico Kovac. Der 51-jährige Kroate kam ja, wie ihr wisst, in der Bundesliga viel rum, sowohl als Spieler als auch als Trainer. Ich denke, als Trainer kann man natürlich sagen, dass er mal bei Bayern München unter Vertrag war. Aber ich glaube, so das Größte, was er eigentlich bisher erreicht hat, kann man schon sagen, war der DFP-Pokalsieg mit Eintrag Frankfurt. Zuletzt war er bei AS Monaco Coach und ähm, es ist schwer zu sagen. In welchem System der VW Wolfsburg letztendlich spielt, weil man hat in dieser Saison, wenn man Bundesliga und DFB-Pokal nimmt, hat man sieben verschiedene Spielsysteme gespielt. Am meisten das 4-4-3, zuletzt aber 4-2-3-1. Ich könnte mir halt vorstellen, aufgrund der Ausfälle, wo wir später noch zu kommen, dass man dann gerade auswärts in Köln, weil wir ja aus der Heimstadt sind, dass man da eher wieder auf ein 4-2-3-1 zurückgreift aber Niko Kovac wie ihr wisst ist immer mal wieder gut für eine Überraschung deswegen kann man es jetzt nicht so hundertprozentig wissen wie er aufstellen wird aber ich gehe halt von einem 4231 aus Player to watch, ähm, konnte man viele Jungs wählen. Ähm, ich habe mich aber für den entschieden, wo ich glaube, der in absehbarer Zeit einen Step zu einem top -Club machen könnte. Und das ist Maxime Lacroix. Für den habe ich mich entschieden. Der 22-jährige französische Innenverteidiger ist einer der interessantesten Innenverteidiger der Liga und auch mit der schnellste Innenverteidiger der Liga. Und ich würde ihn als sehr modernen Innenverteidiger bezeichnen, der neben seinem Tempo auch ein gutes Auge für den Mitspieler hat der auch immer mal wieder gefährlich werden kann via Kopfball, wenn er bei Standards mit nach vorne geht. Und ähm, der ist wirklich ein Spieler vom Potenzial her, der kann wirklich mit einer der besten Bundesliga-Verteidiger werden. Ich kann mir aber auch vorstellen, dass er einen Step ins Ausland gehen könnte und sich da überall durchsetzen könnte. Mit 22 Jahren ist da halt noch viel Luft nach oben. Wenn man jetzt in die jüngere Vergangenheit guckt, nämlich im letzten Sommer, war Borussia Dortmund und vor allem RB Leipzig sehr interessiert, ihn zu verpflichten. Das zeigt ja, dass er gerade in der Bundesliga jetzt schon ein sehr gutes Ansehen hat. Deswegen. Denke ich, dass im Sommer es schon durchaus sein kann, dass Lacroix den nächsten Schritt gehen könnte. Wenn das so sein sollte, dann ähm, wird der Vorfall Wolfsburg in jedem Fall sehr, sehr viel Geld für den jungen Franzosen sehen. Und außerdem zu nennen, habe ich mich für den deutschen Nationalspieler Lukas Enmecha entschieden. Der ja, deutsche Nationalspieler hat alle Anlagen, ein saustarker und solider. Bundesliga-Stürmer zu werden. Er hat zwar in dieser Saison nur vier Tore erzielt und zwei Tore vorbereitet in 16 Einsätzen. Allerdings muss man schon sagen, dass er auch immer mal wieder kleinere Verletzungen hatte, die den Jungen bremsen. Und wenn man sieht, dass er trotz seiner Statur, die ja relativ groß und stabil gebaut ist, trotzdem noch ein enormes Tempo mitbringt und auch technisch echt kein schlechter ist, würde ich sagen, wenn er denn mal gesund bleibt und wirklich seine Leistung konstant abrufen kann, glaube ich schon, dass er ein Stürmer ist, der zwölf Tore plus in der Bundesliga-Saison machen kann. Ich denke auch bei ihm. Ist ist die Entwicklung noch lange nicht vorbei? Da wird auch noch einiges kommen. Ähm, wie ihr wisst, vor Wolfsburg war er ja bei Man City. Da wurde er ja, ausgebildet, beziehungsweise da hat man ihm den Feinschiff verpasst. Und ähm, ich finde, das merkt man auch oft, weil er sich sehr gut bewegt und auch spielerisch eben ganz gut was drauf hat. Und wenn wir jetzt abschließend ein Fazit ziehen zu diesem Spiel dann kann ich nur sagen, dass der FC wohl aufgrund der Ausfälle beim VFL und der Heimstärke unseres FCs wahrscheinlich leicht favorisiert sein sollte. Trotzdem muss man sagen, hat der VFL Wolfsburg natürlich aufgrund... Ähm, der Qualität im Kader schon eine Mannschaft, die eigentlich in der Lage ist, wenn sie ihren besten Fußball abruft, nahezu jede Mannschaft auch zu schlagen. Ähm, wenn wir uns an die Vorsaison erinnern, wo wir zu Hause 0 zu 1 verloren haben, auch wenn wir da gefühlt zehnmal so viele Chancen wie Wolfsburg hatten, ähm, da hat man gesehen, dass Wolfsburg auch aus relativ wenig viel machen kann. Deswegen. Ähm, Schätze ich dieses Spiel schon als schwer ein, glaube aber, dass wir uns am Ende durchsetzen und ich tippe tatsächlich, dass wir wieder zu Null spielen. Ich tippe ein 2 zu Null für unseren ersten FC Köln und ich glaube, dass wir die Punkte neben unserer geilen Kohlrio und unserem guten Heimlauf äh, einfach in Köln behalten werden. Und ähm. Und dadurch dann hoffentlich von unten nochmal absetzen, weil Stuttgart ja gegen Schalke spielt. Das könnte dem FC auch vielleicht zugutekommen, dass die sich unten wieder alle so ein bisschen die Punkte nehmen. Und ähm, das wäre halt für uns gut, um dann letztendlich nochmal einen Step zu machen. Und jetzt habe ich zweimal äh, erläutert, ähm, dass bei Wolfsburg wichtige Leute fehlen. Die werden wir jetzt natürlich noch nennen. Zum einen fehlt äh, Ex-Kölner Sebastian Bono der die fünfte gelbe Karte im letzten Spiel sah und kurzfristig aufgrund von Krankheit, was jetzt Genau das heißt, Corona, Erkältung, keine Ahnung, wird in jedem Fall Lucas Hemetscher und Lacroix ausfallen, die beiden, die ich hier genannt habe. Ähm, natürlich hätte ich jetzt im Nachhinein noch andere Leute nennen können, aber ich glaube, dass die beiden trotzdem vom Potenzial her und von dem Können her schon somit die interessantesten Spieler sind. Deswegen war es meine Player-to-Watches. Watches, Englisch kann er. <laughs> Und ähm, ja, diese beiden fallen aber neben Sebastian Bonneau aus. Für Wolfsburg wird es dann heißen, dass wahrscheinlich neben... Ähm dem Niederländer Ten Feen wird dann wahrscheinlich vogie in die Innenverteidigung rücken, der ja eigentlich Sechser ist, ähm, der das aber immer mal wieder gespielt hat. Und wenn wir jetzt neben dem VfR Wolfsburg den ersten FC Köln unter die Lupe nehmen, dann kann man sagen, wir haben immer noch äh, unsere Langzeitverletzten äh, mit Ria Mahic, Christian Pedersen, Mark Uth. Florian Dietz und Sebastian Andersson. Dazu ist jetzt, wie ihr ja wisst, via meiner Videos oder Taubes Videos, ist natürlich Jan Thielmann noch dazu gekommen und ähm, kurzfristig leider auch aufgrund von Krankheit fällt dann noch Benno Schmitz aus. Für den wird dann äh, Kingsley Schindler in die Start erfrücken Ja, den ich ja, wie ich schon ein paar Mal gesagt habe, nicht als Rechtsverteidiger sehe, aber wen willst du das spielen lassen? Deswegen Schindler wird dort spielen. Und positiv ist dann neben diesen ganzen Ausfällen, dass Timo Hübers nach seiner Gelbsperre wieder zurückkehrt. Und dann denke ich, ist relativ selbsterklärend, wird er dann für Nicola Soldo in die Startelf rücken. Freunde, das war mein nächster match talk zum VfR Wolfsburg. Wieder einige Dinge rausgesucht. Ich hoffe, dass dieses Video euch gefallen hat. Ich hoffe, dass ihr auch so sehr an den FC glaubt wie ich. Schreibt mir sehr gerne eure Tipps unten rein. Wie seht ihr den VfR Wolfsburg? Wo glaubt ihr, steht Wolfsburg am Ende? Und wie denkt ihr, werden wir das Spiel bestreiten? Und seid ihr vielleicht auch im Stadion und freut ihr euch auch so auf die Choreo wie ich? Bin auf jeden Fall sehr, sehr, sehr gespannt. Freue mich wie immer sehr auf eure Kommentare. Würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen, über ein Abo, falls ihr neu seid, und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Was auch immer ich mache, wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao!